So. Aber weiter geht's. Wir müssen ja, es hilft ja nichts. Es hilft nichts, wir müssen. Da ist wieder die Schleife. Oh nein. Was? Lohnt sich das Game? Bisher muss ich sagen, es ist sehr interessant, auch von der Story her. Um halt herauszufinden, was hier abgeht. Aber mein Testurteil werde ich, glaube ich, erst abgeben, wenn ich das Spiel durch habe. Quietsch, 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 quietsch. Oh nein, jetzt kommen wir schon in den Kinderzimmer, oder? Was ist das denn? Man muss doch schon genau drauf zeigen mit dem Cursor, um das... Wo ist es denn? Ah, hier bestimmt. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Okay. Also sie war schwanger. Ist das Kind überhaupt geboren worden? Ich bezweifle so langsam. Deine Emotionen bei dem Game sind echt der Burner. Ja, es ist immer bei Horrorspielen. Ich bin seelisch geschädigt von Daylight. Ich bin seelisch geschädigt von Daylight damals und seitdem die Leute bei mir hier Daylight gesehen haben, fordern die immer wieder, dass ich Horrorspiele spiele und es ist, ich bin da sowieso. Seitdem muss ich solche Spiele spielen. Oh, muss ich? Was? Wieso ist das denn jetzt aufgezeichnet? Das war... Der Stuhl und Tisch war doch gerade auch real, oder? So ist es. Ja, wie gesagt, seitdem... Warum muss ich sowas immer spielen? Warum verlangt ihr das immer von mir? Aber ich will es ja selber auch spielen. Aber ich, boah, habe ich jetzt schon Schiss vor Visage und vor Allison Road. Das wird noch schlimmer. Das wird noch schlimmer. Und da habe ich jetzt schon echt Bammel vor sowas, bin ich ganz ehrlich. Was? Wieso fühle ich mich mal jemand... Alter, ich muss das mal abändern bei Facebook, dass mich jeder hin zum Kunst einfach in so einer Facebook-Gruppe hinzufügen kann. Das nervt. Es nervt nur noch. Ich musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer holen. Es ist langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhäufen, bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Okay. Oh mein Gott. Top Let's Player. Ey, vielen lieben Dank. Wie gesagt, einfach Ausrufezeichen und dann Werbung schreiben. Also das Ausrufezeichen und direkt dahinter Werbung steht mein YouTube-Channel. Falls ihr mal auf YouTube vorbeischauen möchtet. Ich mache eigentlich nicht so... Ich mache eigentlich ungerne Werbung dafür, sondern einfach nur so... Ja, nicht ungerne Werbung, aber sehr selten, weil... Weil manchmal nervt es auch, wenn man zu viel macht. Dürfen wir spielen? Darf ich spielen? Da ist noch ein Dings. Warte mal. Kann ich? Da fehlt noch ein weißer. Warte mal. Nein, lass bloß an, das Licht. Die heult schon wieder, die alte. Die alte Knitterfalte. Na, sag mal. Alter, dieses Pixel genau drauf zeigen mit dem Cursor ist aber echt mit dem Gamepad sehr schwierig. Auf dem PC wird es wahrscheinlich... Am PC wird es wahrscheinlich funktionieren. Okay, jetzt haben wir alle, ne? Oder? Fehlt ja keiner mehr, ne? Doch, einer fehlt, ein weißer fehlt noch. Also mit der PC-Maus wird es wahrscheinlich leichter funktionieren. Das Herz schlägt immer schneller. Da ist er noch. You beat me again.
Sometimes I wonder why I even bother. Huh. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? Ein kleines Mädchen auf einem Spielstein. Das Herz ist gebrochen. Oh, 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 oh. Habe ich schon abonniert. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid verrückt. 21 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Ich kann nicht häufig... Kann ich häufig genug Danke sagen. Let's Play Live Show fing ja damals mit Outlast an. Aber das werde ich ja, glaube ich, häufig genug noch erzählen im Stream und nicht als Live-LP. Bestimmt nicht hier lang, oder? Schatz, ich kann es auch nicht ändern. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Am Smaragdgrünbach nahe dem Blaubeerenstrauch. Knallerbsenstrauch. Maschendrahtzaun. Knallerbsenstrauch. Ach, das ist noch. Warte mal, das geht noch weiter. Da lebt eine Ente und ein Freak. War sie auch. Nachts was nicht zufrieden damit, dort im Fluss bloß zu schnabeln. Riss sie Herzen raus und fraß Leben mit Gabeln. Alter, was ist das für eine Geschichte? Was ist das? Oh mein Gott. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir lang? Ich würd schon gerne mal da lang gehen. Was steht da oben? Meine Liebe, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Schatzi, ich komme! Was? Omi? Sitzen wir jetzt im Schaukelstuhl? Was war denn das bitte? Hätte ich vielleicht doch anders abbiegen sollen? In der Tür? Wie strange das Spiel ist, das ist... Okay, die Alte hat uns erwischt, aber mal volles Fund. Hinter unseren Rücken drehend. Da flüstert schon wieder jemand mir ins Öhrchen. Ich weiß nicht. Okay, hat direkt aufgehört. Hallo? Ach, ich find's schön, wenn Kinder so spielen. Weißt du, wenn man schön so auf der Ledercouch da einfach mal so ein bisschen mit Buntstifte malt, das kommt gut. Das ist sehr förderlich fürs Kind vor allen Dingen. Ne? Hallo Leute, na? Habt ihr mich vermisst? Mein Name ist Lupa. Lupa. Lupa Pupa. Ich wüsste nicht. Ach ja, guck mal einer an. Ich dachte, Lupa wollte schlafen gehen. Ach nee, ist ja noch nicht so spät. Schon wieder diese Puppe und ein schwebender Teddybär mit schwebenden Buntstiften.
die hier fleißig einmal flott durchs Zimmer fegen. Alter, mach doch nicht so einen Ausfallschritt. Ich meine, Ausfallschritt ist, glaube ich, das Stichwort. Ich mache auch gleich so einen Ausfallschritt. Einfach mal in meine eigene Hose. Hä? Ach, guck mal hier, jetzt können wir die Schubladen öffnen wahrscheinlich, ne? Ja. Ist da was drin? Nö, da sind wieder Orden drin, ein paar Zettelchen. Okay. Ich will das nicht mehr weiterspielen, ich will das. Ich will das nicht. Was? Was? Ich will das nicht mehr weiterspielen. Ich hab so... Ich glaub, man kann's nicht sehen, oder? Scheiße, Alter, ich hab so Gänsehaut. Bin wegen YouTube hier auf dich geschossen. Achso, okay. Achso, du bist wegen YouTube hier. Das ist cool. Das gab's, glaube ich, auch vorher noch nicht, oder? Oder gab's jemanden, der von YouTube nach hier gestoßen ist? Weiß ich gar nicht. Er hat stoßen gesagt. Alter. Ich hab böse Erinnerungen. Ja, Puppen. Ja, Lupa, ich hab auch böse Erinnerungen. Seit, wie gesagt, seit, wie heißt es nochmal? Was ich vorhin schon erwähnt hatte, oder damals in der, falls du auf YouTube gerade zuguckst. Seit The Evil Within habe ich schlechte Erfahrungen mit Puppen in Videospielen. Ich hasse Schaufensterpuppen, auch in Real Life. Ich mag Puppen nicht. Kannst du mal aufhören damit, Mann. Alter. Ich hasse Puppen. Vor allem, wenn du dich umdrehst und auf einmal stehen die anders hinter dir. Ah, die Tür geht gar nicht zu. Ist eine... Ah, ne. Hab ich jetzt nicht verstanden. Kennt ihr meinen... Genau das meinte ich gerade. Genau das meinte ich. Das macht mir unheimlich Angst. Ganz ehrlich, ich mag Puppen nicht. Was? Hört auf damit, ich habe tierische Angst vor Puppen. Also ihr könnt mich mit Puppen wirklich jagen. Es ist schlimm für mich, sowas. Mit Puppen zu Alter, ich will gar nicht. Es gibt ja sogar in Amerika. Ich gucke ja ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz gerne, viele wissen es ja. Ghost Adventures. Läuft ja auf Travel Channel in Amerika. Ghost Adventures kann man auch auf YouTube suchen. Ghost Adventures. Das sind so Leute, die lassen sich so einsperren für so ein paar Stündchen nachts und filmen alle Sachen. Und es gibt, ich weiß gar nicht, ich glaube Doll Island heißt das in Amerika. Da gibt es eine ganze Insel, wo alles so veraltete Puppen aufgehangen werden und sowas alles. Boah, total cool. Da kannst du mich jagen. Da kannst du mich jagen mit dich. Ich will denn nicht mehr sein. Ich will denn nicht mehr sein. Mami? Hört auf damit. Ich mag Puppen nicht. Geh weg. Der Alkohol fließt in Strömen.
Ah, die Tür ist auch wieder weg. Ist ja... Ich hasse Puppen. Ghost Adventure ist aber fake. Ja, mein Gott, ist... Ah. Ja, aber teilweise, mein Gott, keine Ahnung. Ich gucke die Sendung halt sehr gerne. Ist mir egal, ob es fake ist oder nicht fake ist, aber... Ist mir egal. Mach doch die Scheißlampe an, Alter. Guck mal, Professor Xavier war auch hier. So. Ist ein guter Zeitpunkt für YouTube, jetzt mal eine Folgenpause zu machen, ne? Machen wir das mal. Also, bis zur nächsten Folge.